So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars Dual Strike und heute geht's auch direkt weiter. Wo haben wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben gerade noch die schwarzen Boote, also die Black Boats, haben wir unter den Nagel gerissen. Womit wir jetzt eine neue Technologie zur Verfügung haben. Aber jetzt geht's erstmal in die nächste Mission, 12 Lightning Strikes. Commander Rachel, Yellow Comet Corps have arrived. Yes, the cavalry has arrived. Show them in, soldier. Yes, ma'am. Hey, big man coming through. Ah, we're finally here at Allied Headquarters. We're glad to see you here, Grim. And you too, Sensei. I can't seem to get away from the battlefield. It's enough to make me cranky. Hey, it's Sensei. Good to see you looking so fit. Max and Colin too. Looks like we'll be teaming up again, boys. Not only are we rolling with the legendary Sensei, but we also got Lightning Grim. They say your attacks are stupid, fast and strong. You know, like lightning. Cut it out, you're embarrassing me. It's all true, of course, but still. Before we can go further, we gotta get some things straight. Hey, Rachel. You're a big master of this outfit, but I know a lot of nothing about you. If Sensei and I are gonna put our lives in your hands, we need to know more. You're gonna have to show us what you've got if you want to give the orders. I get it. You want to test me, huh? Yep. You whip Sensei and me and we'll fall in line with the rest of the troops. Dude, we so don't have time for this. It's okay, Jake. It's a good opportunity for us to learn each other's abilities. You're on Lightning Grim. For your sake, I hope you're ready. When am I not ready? Come on, Sensei, let's do this. You just love to stir up trouble, don't you? You know these kids are a solid group. Yeah, but there are only two ways to get to know someone: fighting and eating. And believe it or not, I ain't hungry. I don't know what you're talking about, but it seems everyone's ready to go. Guess I'll show them what a shriveled old soldier can do. Ah, Mrs. Silos. Mrs. Silos, you mean those things on that island? Yes, one thing to know about them is only foot soldiers can initiate and launch. They're easy to use, all you have to do is pick your target and fire away. They can attack anywhere on the map and they're super powerful. Well, they can't hit targets on the second front, that's too far away. Yeah, that makes sense, but I bet they can pretty much dominate the main front. Oh, and another thing, their blast radius is big, so try not to damage allies too. Well, if they're that weak, then I've got to snag that island. That's right, this time I'm going to take command on the main front. Look in the upper screen, as you can see it's a dual front map. Last time your partner co-controlled the action on the second front automatically. However, if you want to be in charge of everything, you can adjust the settings. Once I'm done here, open the intel on the menu and find AutoCo. Touch AutoCo and turn it on or off. If it sounds too hard, I'd leave it on. You can still send units from the main front to the second front. I'll explain the process once we're in the field. Next, we need to discuss which Co is going to support me on this mission. So, ja, diese Karte hat zwei Fronten, unten und oben. Unten müssen wir Rachel nehmen, da bleibt uns nichts anderes übrig, aber da hätte ich sowieso niemand anderen genommen. Bestenfalls Colin vielleicht. Aber gut, ja, Jake als zweiten Co passt mir hier. An Rachel will ich nur schnell an den Skills das Glück noch mit reintun. Das haben wir ja mit ihr letztes Mal bekommen. Denn damit haben wir, weil sie hat ja letztes Mal den Rang 1 erreicht. So, unsere Gegner sind unten auf der ersten Front Grim und oben auf der zweiten Front Sensei. Was man an den ganzen B-Copter hier oben schon ziemlich gut sehen kann. Ja. Und was wir außerdem machen müssen, Autoco machen wir aus, weil ich möchte die obere Front selbst spielen.
Und damit sind wir auch schon bereit. You're my second code check, I'm counting on you. We're about to be clashing with the legends, how cool is this? So, ja, das machen wir. Instead of wasting this anti-air unit here, let's send it to the second front. On maps where both fronts are based based on the ground units can be sent to the second front from bases that build units. Oh, and from the headquarters too. Units you've sent will arrive in the area around the second front headquarters. Naval units will arrive in the waters near the second front headquarters. Exactly right, and even if you send lots of units there, there's plenty of room. So don't be worrying about space. Of course, I won't be so friendly you'll send anti-air and missile units on my way. Guess I'll have to rely on Grim to keep you busy to bother me. Jupp. Allerdings, diese Anti-Air-Unit können wir schon mal nach oben schicken. Die Mech-Einheit möchte ich hier nach oben haben. Hier brauche ich eine Infanterie und hier einen APC. Und damit beende ich hier meinen Zug. Zum Thema, was kann Grim? Grim ist einfach erklärt. Er hat 30% mehr Offensive und dafür kriegt er 20% mehr auf die Fresse. Also, er kriegt 20% mehr Schaden und macht 30% mehr. Hört sich nicht unbedingt, also hört sich zwar ganz nett an, aber ganz ehrlich, es ist nicht unbedingt mein Fall. So, wie schrück ich da oben vor? Nachdem die einzige Einheit hier oben, die einigermaßen was anrichten kann, die Anti-Air-Einheit ist, bin ich hier noch ein bisschen in meinen Möglichkeiten eingeschränkt. Aber mal schauen. Irgendwie kriegen wir das schon. Die zweite Front muss ich ja nicht unbedingt gewinnen. Ich sollte es aber tun, sofern ich irgendwelche Tech-Powers vermeiden will von Gegnern, weil Sensei und Grim sind ein gutes Tech-Team. Das heißt, man sollte tunlichst vermeiden, dass die zu einer Tech-Power kommen. Mal Grims ziemlich gute Attack Power. Allerdings habt ihr auch gesehen, der hat ziemlich auf die Fresse bekommen davon. So, mit Jake mache ich hier oben vorerst mal nichts. Die Anti-Air steht da oben gut, wo sie ist. Und er weicht mit seinen ganzen Koptern aus. APC laden. Nächste Runde können wir damit dann schön die Insel besetzen. In der Hoffnung, dass ich den Speer hier mit der Infanterie hier noch ablenken kann. So, dann nehmen wir hier noch eine Anti-Air, die immer noch auf die zweite Front schicken. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Das funktioniert ja besser als gedacht. Und der hat sogar überlebt. Super. Die Kopter will ich kommen lassen. Die Mech-Einheiten möchte ich da oben allerdings abfangen. Besser fühlst, wenn die weg sind. So, und schon hast du zwei, mit denen du da oben klarkommen musst.
Oh, die beiden blockieren da jetzt gleichzeitig den Weg auf die mittlere Insel. Ich kann jetzt allerdings wegen der... ich kann jetzt hier nichts mehr bauen. Ich habe zu wenig Geld. Sensei erstmal zwei von seinen Helikoptern runter. Ich mag's nicht, wenn die da rumfliegen. Die anderen Einheiten von Jax sind ja hier oben eigentlich mehr oder weniger Lockvögel. Da hat er schon eine Co-Power, Sensei. So, was kann man hier unten machen? Gerade recht wenig. Hin. Das passt. Nehmen wir nächste Runde da oben sowieso die Basis da gehört. Muss ich da jetzt keine großartigen Sorgen mehr haben. Bin jetzt nur am Überlegen. Ich glaube, ich schicke da noch einen Panzer oben auf in Richtung Mitte. Nächste Runde wieder repariert. Dank Rachels schöner Fähigkeit. Solange der da oben nur Speer hat, ist mir das alles ganz recht. So. Damit hat der gute Sensei nur noch zwei Kopter. Die schieße ich ihm nächste Runde vom Himmel runter. Senseis Infanterieeinheiten wurden übrigens ein kleines bisschen abgeschwächt. Sie machen nicht mehr 40% mehr Schaden, sondern nur noch 10% mehr. Dafür sind seine anderen Bodentruppen wieder auf normaler Stärke. Das heißt, seine Panzer sind jetzt normal stark, wie Panzer sein sollten. Erstmal Jake. Oh, und jetzt hat er seine Super Co-Power. Das ist gut, dass die so früh kommen, weil damit kriegt er jetzt nur eine einzige Einheit. Airborne Assault. Diese Mechaneinheit hier weg und die Artillerie hier gefällt mir überhaupt nicht. Da kann man jetzt schön langsam über den Fluss drüber drängen. So. Haha, you let the girl snatch that island factory away from you? You're in a bit of a pinch now, aren't you, Grim? What are you, senior? I'm just getting warmed up. Capture's hier fertig. Ziehen wir
da zurück. Den Speer lasse ich jetzt meinetwegen angreifen, weil es so lustig ist. Wenn er meint. Selbst wenn er meine Mechanheit angreift und damit einigermaßen Schaden macht, kriegt er sie auch nicht tot, und mit 3 HP mehr in der nächsten Runde von der Reparatur sollte es kein Problem sein, da noch irgendwie großartig was rauszuholen. Nur mit 7 HP reicht das vollkommen. Jake hätte eine Super Core Power, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt verwenden will. Sie hätte jetzt natürlich schon was. Aber wirklich brauchen tue ich sie gerade nicht, wenn ich ehrlich drüber nachdenke. So. Erster Copter weg. Zweite mit ein bisschen Glück auch. Yep. Den bringen wir mal da irgendwie durch. Sehr schön. Das hat ja auch noch super funktioniert. Jetzt hat er nur noch 3 Mecheinheiten und keine Gabe mehr. Das gefällt mir. Mit den 3 Mecheinheiten kann ich jetzt noch schön aufräumen. So, unten an das Hauptfront habe ich allerdings da jetzt gerade mehr Probleme. Die Sache ist, dass ich jetzt nie genau sehe, wo die Misses einschlagen, aber ich kann es ja ausrechnen, also das ist kein Problem. Wenn ich da reinschieße, sollte das kein allzu großes Problem sein. 23%, das ist ein bisschen zu riskant. Speer hier muss ich jetzt trotzdem erstmal wegschießen. Der bedroht mir meine Infanterie ein bisschen zu hart. Was ist das? Blink die Power, okay, nicht die Super. So, nächste Runde kann ich dann 3 Raketen abschießen. Sogar 4. Ja, solange er da die ganze Zeit mit seiner Artillerie rumsteht, hindere ich ihn wenigstens daran, dass er irgendwas anderes baut. Na, jetzt wäre es die Sache mit einer Spezialgabe, komme ich da hin? Der 52. Bisschen arg knapp dafür, dass es eine Mecheinheit ist. Aber machen wir mal. Na gut, bisschen Glück gehabt, dann passt schon. Mal schauen, vielleicht kann ich in der Zwischenzeit ja sein Hauptquartier einnehmen. Und zweimal Missile.
Machen wir da hinten vorerst mal nicht. Aber ich packe jetzt erstmal einen Tank aus. Und bringe noch gleich einen zweiten zur Verstärkung. In der Zwischenzeit können wir doch mal schön den Flughafen einnehmen. Abschießt. Nächste Runde war es das dann auch mit seiner Artillerie da hinten. Stellen wir an die Flak-Einheiten in der Reichweite seiner Mech-Einheiten. Mit 28%, das hat die mindestens auf 1 runter. Einem HP kann er sich auch nicht mehr wehren. So. Spätestens übernächste Runde habe ich ihn da oben. Und das ist das Tolle, wenn man gegen Grimm kämpft. Die Jagdpanzer reichen, wenn man die Späher one-hitten will. Schießen wir dahin. Der Panzer da unten stört mich nämlich ein kleines bisschen. Und dann Einheiten nach vorn bewegen. Tschüss mit dem Tschüss zu dem Speer sagen. Einen Tank bauen und dann da langsam mal die AT wegholen. Out of the way, I crush into you to do. So, dann mach halt deinen Haymaker. Mit One-Hit hat er mir jetzt zwar einen Tank, weil gut, über seine Gaben habe ich noch nichts gesagt, aber sie sind relativ selbsterklärend. Gabe 20% mehr Angriffskraft, Spezialgabe 50% mehr Angriffskraft. Oh, er crusht mir sogar nur die Mech-Einheit weg. Nicht mal das schafft er. Einheit Nummer 1 wäre damit weg. Den kann ich so oder so nicht one-hitten, nicht mal mit einer Spezialgabe. Immer ein kleines Stück an der Spezialgabe vorbeigeschrammt. Zünden werde ich sie aber nicht mehr, weil sonst reicht es nachher nicht mehr für die Tech Power, der ich jetzt dann alles vernichten will. Von hier aus.
schön die ganzen Tanks dahinter schicken. Das ist immer wieder sehr praktisch. Hauptquartier einnehmen, bitte. The Orange Star Army has won the Secondary Front. So, jetzt stehe ich unten mit zwei Co's. Und eine Attack Power von den beiden habt ihr ja schon mal gesehen, aber vorher möchte ich bitte noch den hier aus dem Weg räumen, weil sonst dann verteilen sich die Missiles nämlich jetzt besser. Finally, some real competition. So, diese 120% Power, die hier übrigens angezeigt werden, ist übrigens nochmal so ein Faktor, mit dem die Feuerkraft insgesamt multipliziert wird. Bedeutet, alle Einheiten machen nochmal zusätzlich dazu, dass ich eine Attack Power habe, 20% mehr Schaden. Hier aus dem Weg räumen. So, dann kommen wir zu Jake's Super Co-Power. Einfach weil wir es können, schießen wir die letzte Missile noch los. Den auch wirklich total vernichten können. 108%. Just grim. War schön mit dir. We totally worked them. We were defeated fair and square. Score one for the young ones. So grim, this means you'll be fighting with us now, right? Under my command. I gave my word, didn't I? And the way you mowed us down. I'm happy to. Listen up, people. Lightning Grim's one of yours now. Let's go find Black Co's Co and make their mugs even uglier. He certainly is full of steam. I have a feeling he's the life of the party. Oh, da hat sogar an der Technik ein bisschen gefehlt. Aber Jake ist kurz vor Rang 2. Hey Rachel, we rule, let's hit the clubs. You're a fast learner, I can barely keep up. So, dann haben wir jetzt auch schon zwei neue Co's in unserer Armee.